Ich fahre schon seit ein paar Jahren viel mit denen. Und ich schätze es vor allem, wenn es hart ist und eisig ist, dann ist es wie auf Schiene und hält viel besser. Knie schonen dir enorm. Du musst die Schuhe nicht so fest anmachen, fest anziehen wie sonst, wenn es hart und eisig ist. Und trotzdem ist es Vergnügen, weil es einfach hält. Ja, am Anfang habe ich es völlig seich gefunden. Aber dann hatte es auch Pulverschnee gehabt. Und dann das zweite Mal, als ich war, wo es easy war, dann hat das angefangen zu fegen. Und dann war es echt gut. Sobald man einfach traut und keine Kurven reinlegen, ist das sehr sinnvoll. Und jetzt, wie entscheidest du? Schaust du morgen, wie der Wetterbericht ist, wenn es das letzte Mal geschneit hat, wo du hergehst und er sagst, welche Ski du mitnimmst? Ja, mit denen bist du immer richtig. Du kannst ja die Traverse abnehmen. Es ist genau der gleiche Ski wie ein anderer auch. Aber mit der Traverse hast du einfach noch zusätzliche Vorteile. Und vor allem, wie gesagt, magst du viel länger. Kannst vielleicht nicht besser fahren, aber magst du viel länger. Auch vor allem speziell im Hochgeschwindigkeitsbereich ist es enorm angenehm, mit denen zu fahren und auch sehr sicher. 15 Jahre auf dem Snowboard unterwegs. Wie manchmal bist du jetzt schon gefahren mit den Snowrails? Heute das erste Mal. Und wie ist es? Es ist sehr speziell, ist sicher sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke, es ist wirklich eine Gewöhnungssache. Und zum Fahren, wie war es so, das erste Mal Kurve? Sind sie dort durchgegangen, wo du wolltest? Nicht so, nein. Zum Bremsen ist es sehr schwierig, hat mich gedacht. Ja, aber auch das lernt man, ich denke. Es ist einfach eine andere Technik. Jetzt hat man einfach in den letzten Jahren hat man nicht mehr so auf die Ski. Man wird älter. Und, ja. Aber ich muss sagen, es ist nach wie vor schön, Skifahren. Vor zwei Jahren bin ich das erste Mal gefahren und musste sagen, ich bin eigentlich relativ gut gegangen mit denen. Es ist einfach ein bisschen umgewandelt. Aber im Großen und Ganzen ist das ein kurzer Moment, wo man sich das muss daran gewöhnen. Aber nein. Ich habe das Gefühl, wenn man ein Jahr gefahren ist, so, dass man dann fast nicht mehr fahren kann ohne. Also am liebsten fahre ich Trails eigentlich, wenn es sehr eine glatte Piste ist, weil durch die parallele Führung, perfekte Führung, rutschst du einfach gar nicht. Oder wenn es frisch geschneit hat, dass ich nicht nachher mit der Piste noch hobelig ist, weil dann tut der Ski eigentlich alles schlucken. Was muss man machen, wenn man auf Snowrails zuerst mal unterwegs ist? Ich fahre jetzt los. Zuerst mal mit den Snowrails. Heute alle grinsen. Auf was muss ich schauen? Ich weiß nicht. Ich persönlich sage nicht zu viel studieren. Einfach fahren, wie wenn die Ski nicht zusammengebunden hat. Und das, was man ein bisschen beachten muss, ist, dass man dann nicht stempeln kann. Also man muss sich bewusst sein, wenn man bremst, muss man querstellen. Und das sollte man nicht vergessen. Ja, es ist schon noch gar nichts bedürftig, aber das Gefühl, bis Ende des Tages kommt das gut. Es ist ein spezielles Gefühl. Was ist anders? Ja, einfach das Bein zusammengebunden sein, halt, das ist man sich sonst nicht gewohnt. Aber es kommt gut. Ich bin überzeugt. Kennedy, manchmal bist du schon auf den Ski gestanden? Mit diesen Ski jetzt? Vielleicht jetzt 6 Mal. Ja. Wie ist das Gefühl so? Sehr schön, tipptopp. Warum hast du dich für Snowrails entschieden? Ja, weil das etwas Neues ist und weil mich das interessiert. Darum haben wir einfach darum, mit diesen Schienen die zu testen und zu fahren. Wie fahrst du anders, wenn du nicht Snowrails anhast? Ja, vielleicht noch ein bisschen Geier. Und die Bögen machen auch noch so, die Kurve machen auch noch ein bisschen anders. Einfach enger noch. Was ist das Schöne am Snowrails fahren für dich? Man kann einfach so fahren wie auf einer Schiene. Einfach schön, so das Zeug muss fahren, ohne dass einer die Schiefer schlägt oder irgendetwas. Man kann einfach locker fahren.